Hallo, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Verjüngungssuche. Ja, wir begeben uns heute auf eine Suche, wie wir uns selber noch mehr verjüngen können. Da sehen wir den gruseligen Trend Vampirlifting zur Hautverjüngung. Es wird dem, der sich verjüngen will, auf diese Art und Weise Blut entnommen. Dieses Blut wird von den roten Blutkörperchen befreit. Es wird nur das Serum behalten. In dem Serum sind ein paar Stoffe drin, die unser Körper braucht. Natürlich, wir brauchen unser Blut, ja. Und dieses Serum, das bestimmte Hormone und andere Inhaltsstoffe hat, wird unter die Haut im Gesicht gespritzt und soll dort die Verjüngung anregen. Ja. Kostet ein bisschen was, tut vielleicht auch ein bisschen weh, aber was tun wir nicht alles, um jünger und schöner zu sein? Und wenn man denn so liest, Vampirlifting, da fällt einem doch gleich der blutsaugende Vampir ein, habe ich mich informiert. Das ist der Vlad der Dritte, der wird als Dracula bezeichnet und Dracula kennen wir als den allerersten Vampir, blutsaugender, ja, Mensch. Der lebte 1431 und starb dann 60 Jahre später. Ist ein sehr brutaler Fürst gewesen in Rumänien, aber er hat kein Blut getrunken. Er war aber blutdürstig. Und aus dieser Blutdürstigkeit hat sich dann bei den Künstlern und Schriftstellern und Filmemachern so dieses Bild eines bluttrinkenden Mannes gebildet. Ja, und daraus sind dann Geschichten und Filme und alles Mögliche entstanden. Dracula heißt Sohn des Drachen, weil sein Vater war Mitglied des Drachenordens. Gab es damals, vielleicht gibt es den heute auch noch, so genau weiß ich das nicht. Jedenfalls war der Vlad der Dritte sehr, 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 sehr grausam, sehr, sehr blutdürstig und hat seine Feinde alle ganz, ganz schrecklich ermordet. Am liebsten hat er die Leute gepfählt und da ist sehr, sehr viel Blut geflossen und das fand er wahrscheinlich so toll. In der gleichen Region, und zwar in Ungarn, das ist ja nicht weit weg von Rumänien, lebte Elisabeth Báthory. Sie ist bekannt als die Blutgräfin. Und sie soll wohl schon Blut getrunken haben. Wann lebte sie? 1560, also schon gut 100 Jahre später, war aber auch eine sehr blutdürstige, brutale Herrscherin. Sie holte sich junge Mädchen aus dem Dorf, das zu ihrem Land gehörte, ja, zu ihr. Sie war ja die Herrin über Leben und Tod, zu sich auf die Burg. Und soll sie hier gequält haben und bei diesen Quälereien mit Messer und Schere und all sowas soll Blut gespritzt sein. Und da hat sie festgestellt, auf ihre Haut, wo Blut auf die Haut kam, da wäre die Haut jünger. Ja? Und dann ist sie da regelrecht blutsüchtig geworden, hat sich im Blut gebadet, so wird geschildert, und hat das Blut wohl auch getrunken. Sie ist auch nicht so alt geworden. Zwar hat man sie nicht hingerichtet, weil sie eine Adlige war, aber sie ist wohl, ja, ins Gefängnis gekommen oder in ihrer Burg eingeschlossen gewesen. Diese Geschichte natürlich inspiriert ja viele, viele Verjüngungssüchtige auf der Welt. Aber schauen wir uns erst einmal den Weg des verjüngenden Blutes noch ein bisschen mehr an. Und auch da bleiben wir wieder in Rumänien. Nicolae Ceaușescu. Ja, er lebte noch ein paar hundert Jahre später, war aber auch blutdürstig. Also er war nicht nur ein grausamer Herrscher in dem kommunistischen Land Rumänien, sondern von ihm ist bekannt, dass er sich sein Blut waschen ließ mit Babyblut. Was lesen wir hier? Babyblut für den irren Diktator. Ja, der hat also Ärzte dazu gebracht. Ärzte, ja, sind nicht nur die guten Götter in Weiß, ne? Die dienen den Herrschern. Das muss man auch immer mal wissen. Also er brachte Ärzte dazu, das Blut aus Babys herauszuholen und damit das Blut des Herrschers zu verjüngen. Er soll auch Organe von jungen Menschen bei sich eingepflanzt haben, aber ich weiß das nicht, das sind nur so Geschichten. Auf jeden Fall ist das bekannt, er soll mindestens 5 Jahre lang diese Blutwäsche betrieben haben. Diese Babys wurden den Müttern, die auf den Stationen gelegen haben, weggenommen und heimlich abgezapft oder aus den Waisenhäusern geholt. Ne? Die gab es damals auch zur Genüge. Hier haben wir schon mal einen moderneren Menschen, Machthaber,
Herrscher über andere, der sich wirklich das Blut von Menschen, seiner Untertanen, hat in seinen Blutkreislauf übernommen, weil er Jünger sein wollte. Es ist nicht nur eine Geschichte von fremden Herrschern weit, weit weg, sondern diese Geschichten kursieren immer mehr und immer näher in unserem ganz normalen Alltag. Hier sehen wir das Bild vom Jungbrunnen, das nennt sich Jungbrunnen, von Lukas Cranach. Der Ältere hat das gemalt und dieses Bild finden Sie in der Berliner Nationalgalerie. Blut, das wissen wir von der DRK, kann Leben retten, ja, weil man das Blut ja noch nicht selber produzieren kann. Blut galt lange Zeit als Lebenssaft und jetzt im öffentlichen Raum, also bei vielen Menschen, die sich dafür interessieren, jetzt schon bekannt, auch als Verjüngungselixier. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man auf das Experiment mit zwei Mäusen. Was hat es damit auf sich? Hier hat man den Blutkreislauf von zwei Mäusen miteinander verbunden und einige Jahre später hat man sich mal so gedacht, verbinden wir doch mal eine alte und eine junge Maus miteinander und gucken, was passiert. Ja, die Forscher sind ja immer auf neuesten Wissensstand interessiert. Ne? Und man stellte fest, die alte Maus wurde jünger. Ja, man ließ das ja so ein paar Wochen miteinander kursieren und bei der alten Maus, das Fell wurde wieder glänzender, ja, insgesamt wurde sie wieder fitter. Das Dumme nur an der ganzen Sache da, das Blut ja durch beide Kreisläufe ging, die junge Maus wurde schneller älter. Dieses Experiment wird in Deutschland nicht gemacht. Von wann ist das? Von 2007. 2007 wurde dieses Forschungsexperiment in Deutschland nicht zugelassen. Offiziell nicht zugelassen. 2007. Ob sich da inzwischen was geändert hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, in allen anderen Ländern wird es gemacht. Also wenn die Deutschen das wissen wollen, dann fahren sie einfach in ein anderes Land oder gucken ins Internet, denn hier finden wir das auch. Man kann es ganz offiziell im Internet nachverfolgen, wie sowas gemacht wird. Und zwar bin ich hier auf einer Wissenschaftsseite gekommen, wo man das Experiment wirklich exakt nachvollziehen kann, wie es gemacht wird. Schauen Sie sich das an, hier ist es gezeichnet, man nimmt eine junge und eine alte Maus, man schnippelt sie auf, verbindet jetzt die Blutgefäße miteinander, ja, es wächst so die Haut zusammen, die wachsen mehr oder weniger zusammen und die Blutgefäße verbinden sich und dann verbindet sich auch das Blut. Ne? Das gute Blut von der jungen Maus kommt zu der alten Maus und umgekehrt. Hier haben wir das, was die ARD schriftlich geschrieben hat, auch als Video. Und dann schauen wir mal ganz kurz in das Video hinein, was sie uns zu einem Verjüngungsblut zu erzählen hat, die ARD. Die alten Leute. Tja, also es ist gar nicht so schlimm, wieder jünger zu werden, innerlich, ganz und gar. Wir lassen uns einfach junges Blutplasma spritzen. Ist doch gar nicht so schlimm. Na, da kauft man so ein Liter Blutplasma und dann gibt man das seinem Hausarzt und der macht das dann schon. Ja, der macht uns dann wieder jünger. Denken wir uns so. Ja? Denken sich auch andere. Also mittlerweile ist Blutplasma von jungen Menschen, von ganz jungen Menschen, ein begehrtes Gut auf der Welt geworden. $8,000 bis $10,000 kostet so ein Liter und so ein Liter reicht nicht weit. Ja, wir brauchen mindestens einen Liter für die Regeneration unseres Blutes. Und dann reicht das nur paar Tage, maximal ein paar Wochen. Und dann sind wir wieder so alt, weil das Blut wird ja abgebaut. Unser Blut bleibt ja nicht einfach drin, sondern es wird immer wieder abgebaut und muss neu dazu gepackt werden. Also wenn Sie jetzt nicht gerade ein Multimillionär sind, wird das wohl eher nichts mit der Blutverjüngung. Über das Blut. Gehirn kann man aber auch anders verjüngen. Machen Sie mal die Hände so und jetzt drei Finger so und die beiden Finger so. Und jetzt wechseln. Die zurück und die hoch. Und die hoch. Ja, kann ja so schwer nicht sein. So, also die zurück, da hoch, die hoch. Und die zurück und 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 die hoch und die zurück und die hoch. Und wenn Sie das so ein paar Mal gemacht haben, dann geht das relativ schnell und dann ist das auch schon Gehirnverjüngung. Und in meinen
Online-Kursen finden Sie ganz, ganz, ganz viele Verjüngungsübungen für den Kopf, für den Körper, für die Augen, für den Mund, für den Hals, für die Haare, für die Füße, den Hintern und alles, was man so verjüngen will und kann, für die Lunge, fürs Herz, natürlich auch für das Gehirn. Also entweder Sie sparen ordentlich, kaufen sich dann ein bisschen Blut, entweder mit Dracula-Injektionen, lassen Sie sich Ihr eigenes Blut spritzen, aber wie Sie sich gehört haben, wie Sie eben gehört haben, ist es wohl besser, wenn Sie Babyblut nehmen. Boah. Oder Sie machen andere Sachen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Bleiben Sie schön jung. Ihre Verjüngungstrainerin Uta Baranowski.